Hey Leute, was geht ab? In dem heutigen Video geht es darum, wie ihr die Amorphous Materials öffnen könnt. Jeder von euch hat sich bestimmt bisher schon mal gefragt, ich habe diese komischen Kugeln im Inventar, aber irgendwie kann ich sie gar nicht öffnen. Wie zum Teufel mache ich das? So, ihr fragt euch, okay, um welches Material handelt es sich überhaupt? Es geht um dieses Material. Wie ihr seht, habt ihr unten bei Amorphous Material Components verschiedene Möglichkeiten an Material, was ihr dort rausbekommt. Ganz viele waren jetzt schon in den Streams dabei oder auf dem Discord oder in den YouTube-Kommentaren und haben gefragt, wie bekomme ich die Sachen daraus? Kann man die irgendwie öffnen im Inventar oder sonstiges? Und deswegen heute das Video dazu. Doch bevor wir anfangen, möchte ich noch etwas Informatives für euch raushauen. Und zwar, ich habe kostenlosen exklusiven Loot für dich, welcher wirklich interessant sein könnte, und zwar handelt es sich um diesen Skin für deinen Greifhaken und ein einzigartiges Emote. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, noch weitere Ingame-Währung zu erhalten, wodurch dir die Ingame-Käufe in Form von Skins, Farben und noch mehr zur Verfügung stehen. All das sind exklusive Inhalte von Twitch, welche ihr nur bekommt, wenn ihr bestimmten Kanälen auf Twitch zuschaut, und auf meinem Kanal ist dies möglich. Also, wenn ihr Bock auf Gratis-Stuff habt, schaltet doch heute oder die nächsten Tage gerne mal im Stream ein. Wir sind jeden Tag live und keine Sorge, ihr müsst das auch nicht alles an einem Stück schauen, das kann auch in Etappen passieren. Dafür habt ihr bis Anfang nächster Woche noch Zeit, insgesamt 2 Stunden zugucken, Loot abstauben und glücklich sein. Und falls du vielleicht mit Englisch nicht ganz so vertraut bist und einige Fragen hast oder allgemein vielleicht auch einfach richtig Bock auf The First Descendant hast, fühl dich frei und join unseren Community-Discord. Dort bauen wir uns nämlich gerade eine Community rund um The First Descendant auf. Die Links zu Twitch und unserem Discord-Server packe ich dir in die Videobeschreibung oder oben ins angepinnte Kommentar. Wie genau also, bekomme ich das Amorphous Material? Wo kann ich es öffnen? Das Ganze ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Und zwar unten wird immer direkt angezeigt, was für Materialien ich aus diesem Amorphous Material erhalten kann. So, fangen wir doch erstmal mit dem Wichtigsten an. Wo überhaupt kann ich das Material erhalten? Und zwar, das ist ganz einfach. Sobald ihr in die Stadt kommt nach Albion, geht ihr nach links und geht zu diesem Automaten hier. An diesem Automaten selber, an dem Special Operation Terminal, geht ihr hier unten auf Special Operation Normal. Und dann könnt ihr euch, je nachdem wie weit ihr es schon freigeschaltet habt, euch hier verschiedene Missionen aussuchen. Und zwar diese Missionen wäre zum Beispiel einmal Rescue Defense oder Mind Blocking. Überall gibt es verschiedene Missionen, verschiedene Schwierigkeiten. Ich kann euch nur empfehlen, fangt klein an. Selbst mit Level 40 wird man bei zum Beispiel dieser Mission nach einer Zeit wird's richtig knackig. Also seid da auf jeden Fall vorbereitet. Auf jeden Fall könnt ihr auf diese Mission klicken. Und dort bekommt ihr jetzt Main Rewards. So, da ist es möglich, diese Amorphous Materials zu erhalten. Hier unten sieht man auch nochmal die Chance, wie hoch es ist, dieses Material zu erhalten. Hier steht zum Beispiel auch nochmal das Ultimate. Das heißt, hier wäre zum Beispiel noch die Möglichkeit, das in den Ultimate Lapic drin zu erhalten. Also zum Beispiel auch noch ein Glade Code, was ihr alles braucht, um die ganzen Descendants herzustellen. Falls ihr da noch ein Video zu braucht, packe ich euch ganz zum Schluss in die Endcard. Das bedeutet, ihr spielt einfach nur diese Mission nach und nach und habt dann nach jeder Wellenphase immer die Möglichkeit, verschiedenen Loot zu erhalten. Hier unten sieht man das nochmal. Gold Acquirement Chance 20-45%. Also in den meisten Fällen, beziehungsweise des Öfteren, bekommt man halt auch einfach nur Gold. Wenn man Glück hat, bekommt man hier diese Materialien. Das heißt, hier müsst ihr euch ein bisschen durchklicken, könnt dann gucken, okay, wo bekomme ich was für zum Beispiel Blueprints, wie man hier zum Beispiel auch ganz sieht, für die Waffen oder zum Beispiel auch für die ganzen Descendants. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wo erhalte ich das Material. Jetzt halt die wichtigste Frage, wie öffne ich das überhaupt? Und zwar, das ist relativ einfach. Und zwar geht ihr einfach von diesem Automaten hier weg, dreht euch einmal um 180 Grad und geht rüber zu diesem Werten her. So, und dort nämlich angekommen, kann man nämlich in die Void Intercept Battles. In diesen Void Intercept Battles habt ihr verschiedene Bosse, die ihr bestreiten könnt. Und jeder Boss hat verschiedene Möglichkeiten, diese Amorphous Material zu öffnen. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier drauf gehört und wir gehen als Beispiel jetzt mal auf den Executioner, habt ihr hier auf der rechten Seite, seht ihr, Linked Amorphous Material. Das bedeutet, die Items, also die Amorphous Materials, die ihr vorher durch diese anderen Missionen, was ich euch gerade gezeigt habe, freigeschalten habt, nehmt ihr so gesehen mit in den Bossfight. Ich zeige euch hier im Hintergrund mal ein Gameplay von gestern aus dem Stream, wo man das Ganze auch nochmal ganz gut sieht. Und zwar bestreitet ihr den Fight ganz regulär gegen den Boss und am Ende, nachdem der Bossfight bestritten worden ist, habt ihr denn die Möglichkeit auszuwählen, welches von diesen Materialien ihr denn öffnen möchtet. Ne, wie man hier jetzt zum Beispiel gerade ganz gut sieht, ich habe mich hier für den Kyle Amorphous Material Code entschieden.
In einem anderen Clip hier zum Beispiel habe ich mich dann aber für das andere entschieden, wo man dann auch unter anderem die ganzen Blueprints und so weiter rausbekommt. Ja, und das ist eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk. Und falls ihr jetzt natürlich nicht die ganze Zeit gucken wollt, okay, wo bekomme ich jetzt wie was oder sonst was, könnt ihr auch einfach ganz simpel in euer Inventar gehen. Geht auf Consumables, geht einfach über diesen Amorphous Material und habt dann die Möglichkeit, unten steht C-Linked Colossus. Da könnt ihr einfach drauf gehen, drückt dann zum Beispiel L und dann seht ihr oben rechts, welcher Boss, über welchen Boss ihr dieses Material unter anderem auch freischalten könnt. Das heißt, ihr müsst nicht separat extra jedes Mal wieder zu diesem Dude hier laufen, den anschwatzen und gucken, wo kriege ich jetzt was, sondern ihr könnt auch einfach da drauf gehen und seht dann sofort, okay, alles klar, das kann ich nur bei dem Void Boss öffnen oder nur bei dem oder bei dem. Ne? Hier zum Beispiel wäre das der Executioner. Das ist für mich aktuell eher noch so eine Geschichte. Der hier muss ich sagen, der Devourer ist aktuell sehr, sehr knackig. Und ich hoffe, dass wir ihn heute, spätestens morgen, denn auch endlich final im Stream legen. Also der hat es gut in sich. Der hat auch schon eine Phase in sich, wo er sich immer wieder hochhielt. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr knackig. Deswegen, falls ihr da vielleicht mal Bock habt, wie gesagt, schaut gerne mal in den Livestreams vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, und das ist jetzt eigentlich auch schon alles gewesen. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Denkt dran, die ganzen Blueprints und so weiter. Damit könnt ihr dann was anfangen für zum Beispiel unter anderem die Descendants oder auch für die Waffenprints, um euch da verschiedene Sachen herzustellen. Falls ihr Fragen habt, schaut gerne in den Streams vorbei oder bei uns auf dem Discord. Und falls dir das Ganze hier irgendwie auf eine Art und Weise vielleicht geholfen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video vielleicht einen Daumen nach oben da lässt. Oder falls du in Zukunft nichts mehr von The First Descendant verpassen möchtest, lass dem Kanal doch gerne ein Abo da. Und weitere nützliche Videos zu The First Descendant verlinke ich dir noch in der Endcard. In diesem Sinne, ich melde mich ab. Vielleicht sehen wir uns in den Livestreams. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.